Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Krusten-Server. Das ging ja fix. Ja, ich habe gestern schon angekündigt, dass es ein paar Neuerungen gibt und die möchte ich euch heute einmal in einem kleinen Infovideo kurz zusammenfassen. Wir erkunden das im Prinzip einfach mal. Und zwar sind wir jetzt hier ja in der altbekannten Ozeanstadt. Und wenn wir jetzt in die Farmwelt gehen wollen, dann können wir natürlich in die Farmwelt gehen. Und das ist eine neue Farmwelt, die hat sich übrigens mal wieder resettet. Das ist aber gar nicht so wichtig, ist ja eine Neuerung, die immer mal wieder kommt. Nether und Farmwelt. Resetten wir. Was neu ist, ist dieser Spawn. Ich muss sagen, vielleicht fand ich den alten ein klein bisschen besser, gerade auch, weil mir die Smaragde und Diamanten in dem Texture Pack hier nicht so gefallen, in Chroma Hills. Ansonsten ist Chroma Hills super, aber das sieht nicht so geil aus. Aber ansonsten passt das doch eigentlich ganz gut. Und wie ihr seht, sind es ein paar mehr Portale als vorher. Wir haben hier Hafen, Wald, Berge und Wüste wie eh und je, aber auch Elysium mit diesem Zeichen. Das sind die schwebenden Himmelsinseln. Und der Nordpol mit diesem kleinen Wappen. Und hier geht es außerdem noch in den Nether und in die Farmwelt. Aktuell ist es tatsächlich so, dass jeder jetzt alle Portale nutzen kann. Das heißt, wenn man im Hafen ist, kann man auch da das Farmweltportal benutzen und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt keine Unterschiede mehr. Und es gibt eben die zwei freien Städte, den Nordpol und Elysium. Und damit ist auch schon relativ klar, zumindest bei dem einen, um was es sich bei der Stadt handelt, um welches Biom. Wir gehen einfach mal in den Nordpol. Stadtherr davon ist Jannis, der ja im Ozean schon sehr gute Arbeit geleistet hat und demzufolge für mich auch ein klarer Kandidat für den Stadtherrenrang war. Und guten Tag, du hast ein sehr merkwürdiges Gesicht, würde ich mal sagen. Und da ist ja auch schon Jannis, der kleine Weihnachtsmann. Hallo, du bist merkwürdig, du hast ein creepy Face. Hier stehen so ein paar Regelchen. Ich weiß nicht, ich denke, Jannis wird dazu kein explizites Video nochmal machen, aber hier steht auf jeden Fall winterlich, kleine gemütliche Häuser sollen gebaut werden. Nochmal kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber auf jeden Fall dürfen in den zwei neuen Städten alle Leute bauen. Es wird niemand hier tatsächlich wohnen können, also jeder kann sich ein Haus bauen oder so, aber Wohnort bleiben die vier ursprünglichen Städte. Aber es kann hier halt eben jeder etwas bauen, wenn er etwas bauen möchte. Baustil, winterlich, kleine gemütliche Häuser, Eispaläste, Iglus, auf Eiszapfen gebaute Häuser. Am Nordpol ist immer Weihnachten. Der Stadtherr hat jederzeit das Recht, unpassende Gebäude zu ändern. Häuser aus möglichst vielen verschiedenen Holzarten bauen. Grundstück in der Stadt gleichmäßig verteilen. Nicht zu eng bauen. Keine warmen Farben außerhalb der Häuser verwenden. Und nicht innerhalb der Stadt Eis farmen. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das Biom leer farmt, dann wäre das natürlich nicht ganz so cool. Ja, grundsätzlich ist das halt hier so ein typisches Eistundra. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Biom überhaupt? Wenn man Ice Plains Spikes. Okay, alles klar. Finde ich sehr cool. Habe ich so in echt tatsächlich noch nie irgendwo gesehen. Ich kann nicht mehr sprinten, oder? Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Dann werde ich mal kurz ein paar Karotten mampfen. Denn es ist ja auch bitter kalt hier im hohen Norden. Und ja, ansonsten, viel mehr gibt es hier, glaube ich, noch nicht zu erkunden. Ich weiß nicht, ob die Leute schon was gebaut haben. Auf jeden Fall könnt ihr natürlich hier auch gerne drauf bauen, sofern ihr auf dem Server seid. Zur Bewerbungsphase wird es morgen wahrscheinlich ein paar Infos geben. Hier geht es, soweit ich weiß, in den Nether und hier in die Farmwelt. Hier ist noch Kevin, der so ein bisschen nicht immer schützt. Und sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Und ich bin gespannt, mir selbst würde hier gar nicht so viel einfallen zum Bauen, aber ich bin gespannt, ob die Leute hier was Cooles errichten werden. So, dann können wir erst einmal wieder zurück oder wir können mal ganz kurz den Nether nochmal zeigen. Blub, da sind wir im Nether. Ein sehr cooler Spawn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich weiß nicht. Hier war scheinbar auch schon der ein oder andere. Die haben sich auf jeden Fall hier schon mal rausgebuddelt. Das war ein sehr, sehr eigenartiger Spawn. Direkt am Grundgestein. Ich war's nicht. Okay, Dude? Ich war's nicht. So, dann sind wir wieder hier. Und dann gucken wir uns natürlich auch noch die zweite neue Stadt an. Und das ist Elysium. Da musste ich aufstoßen. Muss man so machen bei Elysium. Immer so Elysium. Gut, hier ist der Stadtherr Böserich und das ist ganz klar, Böserich haben wir ziemlich gut kennengelernt über den Teamspeak, über die Aufnahmen und war schon als Nicht-Mod sehr engagiert, dann ist er zum Mod aufgestiegen, jetzt eben zum Stadtherrn und ja, wir gucken uns Elysium mal an, wir sehen schon fliegende Inseln sind das hier so ein bisschen und wir landen auf der großen tollen Regenbogenbrücke und er verfolgt mich hier schon wieder, das ist ein bisschen creepy. Ja, hier gibt es derzeit diese drei fliegenden Inseln sozusagen als Anfangsbaumasse, die man hat. Und Böserich wird dazu auf jeden Fall noch ein Video hochladen. Das dürfte zu diesem Zeitpunkt auch schon online sein. Wenn ich dran denke, packe ich es euch in die Videobeschreibung.
Und dann kann er da gerne mal nachgucken, wie er sich so diese Stadt hier vorgestellt hat. Auch hier gilt wieder, jeder kann bauen. Und es wird ein paar Regeln geben, die scheinen hier auch schon zu stehen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Wir gucken uns das gleich auch nochmal aus der Luft an. Jeder darf hier bauen, egal welcher Herkunft. Insel am Ende des Regenbogens ist ein Prototyp. Nicht von der Gestaltung, sondern der Form. Gebilde müssen geändert werden, falls der Gott das so will. Ja, Jannis ist der Weihnachtsmann und weil wir hier oben in den Wolken im Himmel sind, ist Böserich natürlich der Gott. Keine Cobblestone-Flächen bauen, also nochmal nicht so wie man jetzt es vielleicht von Skyblock kennt, wo man halt so auf so einer kleinen Insel startet und sich dann mit Cobblestone-Generatoren fortbewegt. Dafür gibt es ja die Farmwelt, um coole Ressourcen zu bekommen und dann kann man hier eben auch sehr schön bauen. Häuser auf den Inseln sollten hell sein, himmlisch halt. Ihr dürft auch gerne Wolken machen. Das hier ist zum Beispiel eine Wolke. Wir fliegen jetzt einfach mal ein bisschen. Dann können wir uns das Ganze vielleicht auch nochmal von der Perspektive ansehen. Hier ist halt so diese Wolke, wunderschön. Und hier sind schon mal zwei fliegende Inseln. Auf jeden Fall eine Stadt, die sehr, sehr cool werden könnte. Aber wo es eben auch sehr schwierig wird zu bauen. Weil man kann halt nicht unendlich in die Höhe bauen. Sondern die Inseln sollten halt auch schon hier unten irgendwo anfangen. Das heißt, man muss sich erstmal mit Wasser runterlassen. Hier dann irgendwo einen Startpunkt setzen und dann die nächste Insel hochziehen. Wie auch immer, Böserich wird da sicherlich auch nochmal so seine Worte zu genannt haben. Von daher guckt da gerne mal vorbei. Wenn ihr Interesse habt, hier in dieser Stadt auch noch was zu errichten, dann können wir das so ganz, ganz, ganz gut handhaben. Ja, ich denke schon. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar neue Befehle, die vielleicht interessant sein könnten. Und zwar frage ich mich jetzt zum Beispiel, wann war denn der gute Blockler zuletzt online? Und dann könnt ihr hier einfach eingeben, ziehen Blockler. Da sehen wir, Player Blockler has been offline since 2 hours, 32 minutes und 54 seconds. Könnt ihr also gucken, wann war denn mein bester Kumpel zuletzt online? Oder ich würde ganz gerne mit dem und dem mal was besprechen. Wann war der zuletzt online? Hat er sich vielleicht schon seit Tagen, Wochen nicht mehr blicken lassen auf dem Server? Kann man alles so ein bisschen überprüfen. Und für die Premiums gibt es auch noch eine wunderbar tolle Funktion. Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel hier so einen Eisenblock nehmen und dann zum Beispiel einfach machen slash head und schon könnt ihr euch diesen Block aufsetzen. Wenn ihr ihn wieder abnehmen wollt, könnt ihr einfach hier zum Beispiel den wieder rausnehmen. Ihr könnt auch generell so ein paar andere Sachen versuchen. Ich könnte zum Beispiel mal versuchen, so ein Schwert hier mal aufzusetzen. Das geht scheinbar nicht als head, aber weiß nicht, vielleicht findet man irgendwas Lustiges, vielleicht so ein Tränkchen. Sieht das vielleicht ganz gut aus? Ja, wir haben es jetzt zumindest drin, aber man sieht es nicht, weil es glaube ich nicht aus dem Kopf rausguckt. Ja, und so kann man halt so ein bisschen rumspielen. Vielleicht findet ihr da was Cooles, was ganz cool aussieht. Ich habe gehört, Glas soll relativ cool aussehen, weil man da gut durchgucken kann. Wir können es ja mal kurz probieren, oder? Warte mal, wir gehen mal kurz in den Game Mode 1 und dann gehen wir halt erstmal in den Game Mode 4. Dann gehen wir halt in den Game Mode 1. Dann nehmen wir uns mal dieses weiße Glas und dann machen wir uns das mal als Head auf, ne? So, und dann hätten wir zum Beispiel so einen kleinen, aber feinen Astronautenhelm. Das ist zum Beispiel ein wunderbares neues Premium-Feature. Finde ich super toll. Finde ich super nice. Ist sehr gut. Kauft euch Premium. Yay. So. Ja, das dazu. Ich glaube, das war's dann auch grundsätzlich so mit den größten Neuerungen. Falls noch was Zusätzliches ist, findet ihr das natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.